Berlin wurde am 9. und 10. Mai 2017 zum Treffpunkt der Energiebranche auf der dritten Handelsblatt-Jahrestagung Digitale Energiewirtschaft 2017. Unter dem Motto Transformation – Update für Ihr Energiebusiness setzte die Konferenz die derzeit wichtigen Themen in einen Kontext und versuchte so, neue Strategien abzuleiten. Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist die Frage des organisatorischen Wandels. Das heißt, wie kann ich Mitarbeiter mitnehmen, neue Produkte entwickeln und das in den alten Strukturen beginnen und dann weiterentwickeln. Die Wirtschaft wird derzeit bestimmt vom digitalen Wandel. Die daraus resultierenden Veränderungen zu verstehen und neue Geschäftsmodelle zu etablieren, sind die wichtigsten Ziele vieler Energievorstände. Da, wo Trump sagt America first, müssen wir sagen Customer first. Und darauf unsere Prozesse ausrichten, Prozessexzellenz herstellen und erkennen, wo vielleicht Anforderungen der Kunden, Wünsche der Kunden sich verändern. Jetzt durch die Digitalisierung wird nochmal ein weiterer Impuls ausgelöst und das wird ein ganz neues Arbeiten verlangen. Nicht mehr in Hierarchien, mehr in Teams, nicht mehr durch den Vorstand kontrolliert, sondern in Eigenverantwortung. Eine sehr große Herausforderung. Digitalisierung, Transformation, Innovationsfähigkeit und Unternehmenskultur sind die Schlagwörter von heute und morgen, die auf der Konferenz anhand von Erfahrungsberichten und Praxisbeispielen behandelt wurden. Ich glaube, dass wir ganz neue Wege gehen werden, auch in den Kooperationsmodellen, die wir miteinander machen. In der Herausforderung, vor der wir alle gemeinsam stehen, nämlich ob die Energiewirtschaft aus sich heraus Lösungen anbieten kann oder wie ist es eigentlich mit den Wettbewerbern aus anderen Branchen, die auch in unseren Markt hineindringen. Getrieben von der Energiewende ergeben sich unglaublich viele neue Geschäftsmöglichkeiten, weil jeder versucht, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Und da helfen wir. Wir bieten Co-Creation-Workshops an. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit den Energieunternehmen neue Geschäftspotenziale. Neue Geschäftsmodelle und Kooperationen werden immer aktueller. Aber nicht alle müssen gelingen und erfolgreich sein. Daher gab es auf der Konferenz auch erstmalig eine Session über das Thema Scheitern, das auch Digital-Gurus gut kennen. Scheitern muss eine Option sein. Wenn ich es nicht wage, zum Beispiel meinen gesamten Jahresgewinn auf eine wirklich wichtige neue Technologie und Projekt zu setzen, dann wird man auf jeden Fall langfristig scheitern. Und deswegen ist es wichtig. Und diese DNA, die fehlt uns. Auch mal was riskieren, was Großes riskieren, weil wir werden uns erneuern müssen, auch die großen Corporates. Früher war Scheitern mit Scheitern verbunden. Heute ist es, kann es auch eine Chance sein. Und wir haben ja heute gezeigt, dass es eigentlich ein Problem vor vielen Jahren gab. Aber wir haben daraus gelernt und sind trotzdem so der größte Anbieter in Deutschland oder mitten Europa geworden. In zahlreichen Kaffeepausen konnten sich die Teilnehmer nicht nur über das Scheitern, sondern auch über geglückte Modelle persönlich austauschen und ihr Wissen vertiefen. Ja, es war eine große Spannweite. Es war sehr theoretisch, sehr nahe bei diesen Startups und doch hat man sehr, sehr konkrete Beispiele gesehen. Man bekommt mit, wie es in der ganzen Branche im Moment aussieht, wo vielleicht die Tendenzen hingehen, wo die Bewegungen hingehen. Von dem her, ja, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dabei zu sein. Ich finde es eigentlich eine relativ perfekte Mischung aus alten und neuen Playern in der Branche unter dem Titel Digitalisierung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein sehr guter Grund, für beide Seiten hierher zu kommen. Bei einer gemeinsamen Abendveranstaltung konnte man den Tag dann gemütlich ausklingen lassen.